Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kamikaze Simulator 2021. Juhu, ich renne mal hier voll rum, wie wahnsinnig. Ja, in der letzten Folge habe ich ja versucht, noch den einen Tuppis mit seinem komischen 5er BMW da so ein bisschen übers Ohr zu hauen. Habe versucht, Teile auf dem Schrott noch zu bekommen, um die dem zu verdecken. Hat leider nicht ganz so funktioniert. Aber ich habe die Teile ja mitgenommen, oder ein paar andere Teile noch mitgenommen. Ich habe mir jetzt mal überlegt, ne, ich habe jetzt angefangen, Teile davon zu reparieren, habe aber jetzt nicht alles repariert. Ich habe den Rest habe ich jetzt erstmal hier reingelegt. Die kann ich reparieren, die hätte ich reparieren können. Ich habe auch mit dem Getriebe schon angefangen, aber ich habe mir gedacht, ey, warum soll ich die jetzt alle auf 100% reparieren und dafür Geld ausgeben? Weil, wenn jetzt irgendwie so ein Heini hier ankommt und braucht genau so ein Teil und er braucht halt nur wenig Prozent, brauche ich nur einmal zu reparieren, wenig Geld zu bezahlen und viel Geld rauszuholen. Clever, oder? Oder ich baue es irgendwann später selber und denke mir, ja, her damit. Geht auch. So. Wo fangen wir an? Ich weiß es noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube. Oder beziehungsweise ich überlege. Ja, was heißt überlegen? Ich werde jetzt erstmal, glaube ich, hier diesen Motorenständer kaufen. Prüfstand, nee. Autowäsche, ja, kann man machen. Individualisierung, ja, warte ich auch noch eine Runde mit. Erstmal brauchen wir hier mehr Werkzeuge. Und ich glaube, mit dem Schweißgerät wäre auch nicht schlecht. Kostet aber noch 5000. Wir hauen erstmal hier dieses Motorending hier rein. Genau, da haben wir den Motorständer. Jawohl, jetzt können wir hier nämlich wieder neue Motoren bauen. Motorständer benutzen, Motor gegen den Uhrzeigersinn drehen, okay. Und hier haben wir unsere ganzen Motoren. Alter, die sehen richtig gut aus. Die Bilder sehen richtig nice aus. Und da können wir jetzt neue Motoren bauen. Magnum. Gibt es den Hemi-Motor nicht mehr? Oder ist das jetzt dieser Magnum? Ne, Magnum gab es auch vorher schon. Gab es nicht auch einen Hemi? Anscheinend nicht mehr. Naja, ist egal. Passt. Egal. Das Teil haben wir auf jeden Fall. Und hier haben wir unseren Motorkran. Herrlich. Da können wir jetzt die Motoren mit ausbauen. Sehr schön. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Nice. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier an der Kiste hier. Ach ja, genau. Hier war die Kupplungsdruckplatte hinüber. Das ging ja. Das war ja eine schnelle Geschichte bei dem. Ich muss nochmal gerade eben schnell schauen. Was ist denn das für eine Kiste? Ist das nicht dieser Hyundai? Na egal. So, Getriebe wollte schon sagen. Anlasser. Wo ist er? Einmal raus. Oh Wunder, ich habe mal direkt an den Anlasser gedacht. Wer hätte das kommen sehen? Da hätte doch auch kein Mensch mehr mitgerechnet, oder? Ein bisschen Spray drauf. Und raus damit. So, sehr schön. Okay, einmal hier. Toyota Antriebswelle weg. Und einmal daran. Einmal der Reifen runter. So, haben wir das auch. Perfekt. Sehr schön. Zwischenwelle raus. Getriebe raus. Jawohl. Ja, aber ey, vom Motor her sieht der wow, echt doch gut aus, ne? Richtig gut gepflegt aus, muss man sagen. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, ne? Halt. So, einmal Druckplatte. Die hat es hinter sich. Zack. Einmal neu. Und einmal kaufen. Perfekt, dankeschön. Das ist eine ganz schnelle Geschichte hier. Einmal wieder rein. Ah, der wird auch nicht viel Geld bringen, denke ich mal. Aber egal.
Ne? Jeder Kunde ist hier willkommen. Ne? Also auch, wenn es am Anfang ein bisschen nervig war, immer nur Flüssigkeitswechsel und so weiter, aber hey. Na, man muss sich ja erstmal beweisen. Ne? Man macht hier mitten in der Pampa irgendwo eine neue Werkstatt auf. Da muss man sich erstmal damit beweisen, dass man auch. Die Flüssigkeiten wieder ordentlich befüllen kann. Also, ne, da müssen die Kunden ja Vertrauen gewinnen und denken, oh gut, der schüttet nichts daneben, läuft. Da kann man hingehen. Läuft quasi. So. Einmal die Pelle wieder drauf. Zack. Und einmal runter, bitte. Weil, ne, das dürfen wir wieder nicht vergessen. Genau, den Anlasser. Hinein damit. So, guter Mann. Klappe zu. Und Abfahrt. Traurig. 154. Na, ist egal. Haben oder nicht haben, ne? So. 158, weil wir nehmen noch die 4 Credits mit. Sehr schön. So, jetzt runter von der Liste. So, gehen wir an den Audi ran oder? Ich finde den irgendwie, ich will mir den noch ein bisschen aufspannen. Ich finde den so stylisch mittlerweile. Ganz ehrlich, je länger ich mir das Ding angucke, desto besser. Was hat der denn hier? Da war doch auch irgendwo ein Motorteil nicht gefunden. Das Fahrzeug geht nach dem Anlassen wieder aus. Anschlussdose, Batteriemodul, 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 Starterbatterie, Starterbatterie, können wir laden. Teil nicht gefunden. Ah, das. Hört ihr auch das Geld? Ich höre es. Nimm mich! Ich will dich! Die Geldscheine, die rascheln. So, dann schauen wir mal. Ach ja. Da war ja was. So. Okidoki. So, wir wollen mal hier einen Prüfstatus starten. Weil irgendwas hatten wir ja noch nicht gefunden. Kabel. Das ist fast so, als hätte ich es gesehen. Piep. So, haben wir jetzt alles? Batteriemodul haben wir. Nein. Kabel nicht gefunden. Teil nicht gefunden. Kabel nicht gefunden. Wahrscheinlich Kabel nicht gefunden. Kann nicht auf EV verwendet werden. Ah, okay. Gut zu wissen. Ja, gut, ne? Bei einem Elektromotor, wo soll da die Kompression herkommen, ne? Starterbatterie, okay. Alter, die ist kaputt. Kriegen wir die nochmal geladen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe noch eine da liegen. Okay, auch nicht gefunden, oder? Teil nicht gefunden, verdammt. Naja, egal. Fangen wir erstmal mit den Teilen an, die wir kennen oder die wir haben. Zweckkabel. Sonstige Döns machen wir später. Ah ja, okay. Das sind die Teile da hinten. Boah, und müssen wir jetzt hier wieder den ganzen Kladderadatsch hier auseinandernehmen? Das ist aber ein anderer Motor, oder? Kann das sein? Sieht zumindest so aus. Na, so. Wir fangen mal mit dem Kabel hier an. Da haben wir das auf jeden Fall schon mal am Start. So, lass uns mal hier in die Box reingucken. Oh ja, ah ja, hier sieht es kaputt aus. Zack. Und zack. Das ist natürlich die Frage, ne? Bei Teilen nicht gefunden. Wonach suche ich denn bei einem Elektromotor? Frage von Freund. Ich weiß es nicht. Naja, gut, wir schauen mal. Müssen hier vielleicht irgendwelche Kabel noch erneuert werden? Schauen wir mal, schauen wir mal. Kriegen wir schon irgendwie raus.
dieses Touchscreen, ne? Das ist, habe ich letztens irgendwie, ich weiß nicht, ob das Fake war oder was, aber ich hatte einen Bericht gelesen, dieser Tester, der hatte dieses Touchscreen da im Auto, ne? Da wurde der mit quasi bedient. Und dann haben sie ihn, den Fahrer angehalten und haben ihm einen reingewirkt, warte mal, sind vier Module, haben ihn einem reingewirkt, dass er halt ein Tablet quasi benutzt während der Fahrt. Ja, moin. Das ist dann auch sehr gut durchdacht, wie ich finde. habe ich echt gelacht, wie ich das gelesen habe. Oh, hier, die Batterie kommen auch von hier aus raus, ne? Sehr schön. So, was mich aber jetzt ein bisschen stutzig macht, ist über dieses Teil nicht gefunden. Wie finde ich das denn beim Elektromotor? Naja, schauen wir gleich mal. Erstmal hier gucken, können wir die noch reparieren? Alter, das geht immer noch, ne? Das finde ich echt ein bisschen schwach. Das habe ich ja schon im alten Teil bemängelt, ne? Dass man halt Batterien, die so weit runtergerutscht sind, also du kannst jedes Teil, was unter 15% ist, nicht mehr reparieren. Aber Batterien, die gehen immer. Kann man also wieder aufladen und ist sie wieder voll am Start. Finde ich nach wie vor ziemlich dumm. Einzig und allein aus dem Grund, weil irgendwann ist eine Batterie platt, dann kannst du die nicht mehr aufladen. Das funktioniert einfach nicht. Das kannst du völlig vergessen. Deswegen finde ich es dann schon dann doch irgendwo ein bisschen dämlich. Aber gut, okay. So, warte. Ups. Warte mal, wie viel Prozent kriegen wir? So, 79%. Schauen wir mal, ob wir die beiden Module da repariert bekommen. Keine gute Position? Komm. Oh nein. Nein. Ich brauche eine gute Position. Komm. Oh, eine risky Position, ne? Jawohl. Oh, die ist sogar direkt auf 100% geschossen. Okay, ist klar. Was wollte der haben? Was habe ich? 69, ne? Ah, verdammt. Nein. Rusty. Jawohl. Sehr schön. Okay, soweit so gut. Die haben wir schon mal am Start. So, warte mal. Genau, wir wollten ja noch mal hier an diesen Dingen. Ich will hier jetzt mal schauen, was ich jetzt hier machen. Oder ob ich jetzt hier irgendwas machen kann. Ah ja, okay. Ah, schau an. Guck an hier. Ah, okay, 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 Moment. Gerätete Gegenstände für die Verschrottung. Hier kann ich... Ach, verdammt, jetzt habe ich die ganzen Dinger verkauft, ne? Ich im Lager liegen hatte, verdammt. So, und die... Ah, hier kann ich so aufwerten. Na, okay, guck an, hier. Schrottteile. Um eine Batterie auf Qualität einen Stern zu aufzuwerten, muss ich 88 Credits bezahlen und 12 von diesen blauen Punkten. Von diesen Schrottteilen. Bei dem schon 32. Und 766 Credits. Au. Okay, das Aufwerten, das lohnt sich aber auch nur, wenn ich ein Auto aufbaue, was ich dann nachher wieder verkaufe, ne? Also das steigert den Verkaufswert wieder von einem Fahrzeug. Also für Kundenfahrzeuge absolut unnötig. So, warte mal. Schrottteile verdienen, um Bonus-Schrottteile zu verdienen, grüne Flächen suchen. Das heißt, wenn ich das jetzt repariere, bekomme ich bei Erfolg ein 2 oder 3, okay. Versuchen wir es mal. Alter, was? Bonus. Hä? Was? Hat er das jetzt... Moment, wo ist denn das jetzt? Okay, wir versuchen es jetzt nochmal. Großer Bonus sind 3 von den Punkten. Erfolg.
hab's immer noch nicht so ganz verstanden, aber hey. Bonus. Was? Ah, okay, halt, Moment. Oh. Hui. Ah, okay, ich hab's verstanden. Ah, oh, das war jetzt dumm, ne? Verdammt, das Scheiße, das war ja jetzt richtig dumm. Die beiden Teile, die kann ich verschrotten, das ist kein Problem, aber die kann ich dadurch nicht retten, sondern einfach nur verschrotten. Ah, okay, oh Mist. Ja, moin. Huch. Guter Kunde, ich habe ihre Teile geschrottet. Scheiße. Was waren das denn jetzt für Teile? Ach, verdammt, ey. Moment, warte mal. Ey, damn it. Scheiße. Warte mal, ich brauche zwei von denen. Und der Rest weiß ich nicht mehr. Das ist jetzt, ja gut, ein wenig dumm gelaufen, würde ich sagen. Die Anschlussdose. Warte mal, kennst du den Auftrag beenden? Was? Offen? Nein. Kann ich die irgendwie. Ach Gott, scheiße. Also es waren vier Batteriemodule, richtig? Warte mal, Reglerabdeckung. Okay, das ist klar. Batteriemodul. Wie viel Prozent kriegt der? 79. Oh Scheiße, ich muss das eine Modul nochmal reparieren. Das ist noch zu wenig. Okay, das nochmal reparieren. Also zwei Batteriemodule brauchen wir. Soweit, so gut. Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Ich habe mich schon gewundert, warum das so komisch quietscht. Okay, so, das haben wir auch wieder repariert. Sehr schön. Verdammt, das ist echt mies gelaufen jetzt. Warte mal, wie hieß das Ding, was ich da brauche? Batteriemodul haben wir. Anschlussdose Proton-E-R. Okay, schauen wir mal. Das ist einmal das Teil hier. Kabel A, war das richtig? Kabel A, Proton E-R. Verbindungskondensat. Moment, wo ist der denn? Wie habe ich den denn jetzt gefunden? Hä? Wo ist der denn? Verbindungskondensator? Ach, das ist das Teil hier gewesen, oder was? Naja, ist egal. Warte mal. Verbindungskondensator. Was war das jetzt für ein Kabel? Hier das, ne? Einmal. Und wo ist dieser Verbindungskondensator? Proton E-R, das ist das Teil hier. Okay. Soweit, so gut. Habe ich jetzt die Dinger gekauft? Nein, EV-Batteriemodul. Brauchen wir noch. Wollen wir die? Ups. Sorry. Da zwei Stück. Ah ja, die sind aber auch scheiße teuer, ne? Alter,
Elektrofahrzeug zu reparieren, da brauchst du auch ein bisschen Kohle am Start. So, okay. Der eine ist bei 93%, passt. So. So. Und so. Also, fassen wir mal ganz kurz zusammen. Dieser Container da draußen ist für Teile, die wir ausgebaut haben, bei Kundenfahrzeugen, die ausgetauscht wurden, wo wir aber nicht reparieren können. Wo wir aber nicht reparieren können. Danke für die Deutsch. Was wir nicht reparieren können. Soweit, so gut. Und daraus können wir halt entweder, wenn ich das richtig sehe, Credits machen, XP oder halt diese Schrottteile bekommen. Schrottteile dafür zu bekommen ist natürlich extrem schwer, wenn da halt immer nur so ein grüner Balken, ein so ein blauer Balken ist. Also damit sind wir wieder voll im Bilde. Und dafür sind diese blauen Punkte. Ich sag doch, ich krieg das irgendwann raus, beziehungsweise irgendwann wissen wir es und dann erkläre ich es. Läuft auch. So, dann brauchen wir jetzt hier noch, warte mal, was sollte der? Flüssigkeiten sollte der noch kriegen, ne? Genau. Bremsflüssigkeit wechseln, Kühlmittel und Wischwasser. Kein Problem. Ich meine, gut, ne? Mehr geht ja auch nicht. Hat ja kein Öl. So, einmal raus. Dann hier einmal raus. Und jetzt können wir nämlich gleich hingehen und diese zwei Batteriemodule, diese geschrotteten, die wir noch haben, die können wir dann versuchen, in Punkte umzuwandeln. Ganz easy eigentlich. Wirklich easy. Und wir sind alle wieder einen Schritt schlauer. Sehr schön. Nice. Gefällt mir auch. Da können wir mitarbeiten. So, und hier auch nochmal ein bisschen was rein. Und dann sind wir fertig. Und dann musste. Hätte, warte mal. Was haben die gekostet? 2,5. Und bei denen sind 4 von diesen Modulen im Sack gewesen. Der bezahlt doch jetzt locker 10.000, oder nicht? So, Batteriemodul. 4 Batteriemodule im Sack, ne? Alter Schwede, ey. 10.696. Alter, Elektrofahrzeuge sind der Hit. Zumindest zum Reparieren. Nice, sehr schön. Moment, von dem muss ich auf jeden Fall noch einen Screenshot machen, weil. Der einfach der Hit ist. Zack. So, und raus mit dir, her mit der Kohle. Vielen Dank. Katsching, Alter, da klingelt aber richtig die Kasse. Jawohl. So, und jetzt haben wir genau die beiden Teile noch. Und aus denen können wir jetzt schauen. Warte mal, die konnten wir ja nicht reparieren. Die sind unter 50%. Und damit gehen wir jetzt hier rein in den Setzkasten hier. Zack, so. So, Erfolg. Warte mal, gelb ist Credits, grün ist XP, blau ist Schrottteile. Okay. Gut, ist ein Credit, ne, wenn ich das richtig sehe. Ja! Direkt getroffen. Nice. Und nochmal. Jawohl, alter Schwede. Wenn man ungefähr weiß, wie man drücken muss, dann funktioniert der. Also super geil. Jawohl. 163. Sehr schön. Jawohl. Ja, so läuft's. Hammer. Liste löschen. Weg damit. Perfekt. Gibt es doch ein Elektroauto? Ich will Elektroautos. Proton, Proton. Nein, nichts Proton. Nichts Proton hier. Aber Getriebe hier und Bremse.
Klopfen in der Aufheckung, Teil des Fahrwerks, der Wagen zieht zur Seite. Wir nehmen den hier. Nehmen wir den schon mal an. Und, ach guck mal, ach, wir haben ja noch mehr Platz, jawohl. Den da rein. Ah, jetzt habe ich den auf die erste Bühne gesetzt, ne? Ich bin ein Trottel. Ja, wahrscheinlich. Wer hätte das kommen sehen? Zack, dann auf die zweite Bühne mit dem. Ich muss den auch jetzt die Tage mal machen, ne? Also demnächst jetzt hier. Und haben wir jetzt hier noch irgendwas, weil jetzt können wir ja draußen nochmal was hinstellen, ne? Ist ja gar kein Problem. Hier ist aber nicht wirklich irgendwas, was so richtig Kohle bringt, ne? Ja, komm, scheiß drauf. Nehmen wir den noch an. Wir müssen uns hier das Lager voll. Was? Also, wir müssen uns hier alles vollstellen, weil. Läuft es uns nicht. Dem. Bremse. Ah, ist egal. Komm, den nehmen wir auch noch. Ein Supra. Sehr schön. Ja, voll. Das gefällt. Da sind wir noch voll am Start. Alter Schwede, was ist denn mit dem Auto passiert? Wer hat denn da drauf gekotzt? Was hat denn der? 371.000 Kilometer gelaufen? Ja moin, ey. Läuft doch. 102 PS. Riemenspanner, Wasserpumpe. Ach du Schande. Teil nicht gefunden. Aufhängung. Bremsscheibe, Bremsbeläge. Laut beim Beschleunigen. Heben wir hoch das Ding. Ist voll niedrig irgendwie. Voll die Race-Semmel. Ah ja, okay. Laut beim Beschleunigen könnte am Flammrohr liegen. Und am Endschalldämpfer. Das muss auf jeden Fall schon mal getauscht werden. Da haben wir doch schon mal etwas gefunden. Der Federteller hier bei dem rechten Federbein hier sieht auch nicht mehr so toll aus, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. So, einmal raus. Ey. Oha, Bremse. Habe ich schon direkt gesehen. Und einmal, was ist das? V8, oder V, ah ja, ach du Scheiße. Ah ja, guck an, da ist auch was defekt. Ja, da finden wir einiges. So, was haben wir hier? Flammrohr. Ich habe irgendein Flammrohr, habe ich im Dingens, ne? Ich weiß noch nicht welches. Sollten wir vielleicht mal schnell gucken. Zack. Ein R3 Typ A. Und R4 SOHC. Okay. Okay, okay. Ole, ole. Das wird's wohl nicht. Und hier haben wir keine Flammrohre. Nö. Dann nicht. Dann müssen wir neue kaufen. Würde ich sagen, kaufen wir die auch direkt schon mal. Dann haben wir die Teile nämlich schon mal wieder hart aus den Füßen. Zack, zack, einmal Endschalldämpfer, einmal Flammrohr, dankeschön. Und jetzt ist die Frage, probieren wir jetzt gleich aus, kann ich nämlich jetzt hingehen und auch die Teile hinten in der Kiste, weil dann haben wir ja echt nichts mehr, was wir verschrotten, also einfach so, obwohl, warte mal, ja doch. Ja gut, okay. Wenn wir jetzt hingehen, warte mal. Und hier würden wir 8 Credits für kriegen. Und hier 2. Wow, ja gut, okay, wow, 2 Credits.
lohnt sich ja mal gar nicht. Warte, falsche Tür. Und wenn wir jetzt hier hingehen. Ah ja. Okay. Ah, ein Credit bekommen. Na egal. Zweimal Bonus. Okay. Können wir auch mitleben. Ob ich jetzt wirklich da 2 oder 8 Credits bekomme, machen den Braten jetzt auch nicht fett, ne? Also dann kann man auch wirklich irgendwie was anderes daraus machen. Zum Beispiel diese Punkte. Finde ich echt eine geile Idee, was die da gemacht haben. Finde ich eine richtig gute Idee. Nice, gefällt mir. So, Riemenspanner, Wasserpumpe, Zahnriemen. Okay, müssen wir noch machen. Teil nicht gefunden. In der Aufhängung. Springt die Kiste an? Wäre jetzt auch nochmal eine Frage, ne? Schicken wir den mal kurz auf eine Diagnosefahrt. Können wir den? Folgende Teile, Abgasskrümmer. Oh! Stimmt, ich habe die Teile nicht eingebaut, ne? Ich bin ein Trottel. Der stand auf der ersten Bühne, also nochmal rein. Wie dumm. Und ich garantiere euch, jetzt baue ich die Teile ein und dann sagt der Motor, springt mich an. Oder irgendwie sowas. Ach nee, war halt Quatsch. Der Abgaskummer fehlt. So, hier, zack. Freck, ganz ehrlich, ein Motor läuft auch ohne Abgaskrümmer, ist halt nur ein bisschen laut. So, egal. Sound muss sein. So, zack. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal aus. Kommst du ran? Nein. Möchtest du mit dem Diagnosefall? Ja, möchte ich. Also ganz ehrlich, der Motor hört sich jetzt nicht viel schlimmer an als Dingens, ne? Ey, wie geil ist das denn? So ein Radio hatten wir früher auch in unseren Gölfen. So, ich muss bremsen. Das Radio kenne ich noch mit den 6 Knöpfen, das hatten wir auch im Auto. Saugeil. Das finde ich echt cool, ne? Dass wir hier diese alten Radiodinger drin haben. Das ist ja mal mega nice, ey. Und waren nämlich die Knöpfe, die waren so beleuchtet, damit du auch immer siehst, wo Dingens. Das hatte von uns früher fast jeder mal gehabt, ey. So, Bremssattel, okay, Beläge, lalala, das ist alles klar. Das ist nur die Frage, ob wir dieses eine Teil gefunden haben. Natürlich nicht. Schade. Bayern versucht wert, ne? War eine Versuche wert. Erste Bühne. Gut, egal. Dann machen wir jetzt aber erstmal hier Feierabend, nicht wieder so eine XXL-Folge draus. An den Wagen gehen wir hier jetzt noch ran, wenn wir in der nächsten Folge hier wieder am Start sind. Ich schau mal, warte mal, was fehlt hier? Riemenspanner, Wasserpumpe R4A. Ich schau mal, vielleicht gehe ich nochmal auf den Schrottplatz und gucke mal, ob ich sie finde. Bremssattel, brauchen wir gar keinen kaufen, habe ich da. Wo ist er? Da oben. Wobei, ja gut. Wenn ich noch einen Bremssattel finde, der kriegt ja hier nur, was hatte der jetzt hier? 40% oder was hatte der? 44%. Wenn ich dann noch was finde, nehmen wir den. Bremsscheiben, ja, die sind wahrscheinlich wieder Fritte, aber die können wir auch wieder reparieren. Läuft auf jeden Fall, den können wir ja auch noch mal ein bisschen Kohle aus der Tasche leihen, denke ich mal. Oh, sehr schön. Also so langsam fängt es echt an zu laufen. Ne? So langsam kommen wir an die Kohle ran. Ich glaube, wir können uns bald mal darüber Gedanken machen. Nee, können wir nicht.
Ein Auto zu kaufen, wollte ich gerade sagen, aber nee, können wir noch nicht. Ich will erst noch irgendwas kaufen. Irgendwas wollte ich noch haben. Genau, das Schweißgerät brauche ich. Lackierstufe, ja, wäre auch nicht schlecht, aber Schweißgerät ist auf jeden Fall safe, wichtig. Ah, da machen wir erst noch, da machen wir erst noch ein bisschen Kohle, bevor wir das kaufen, würde ich sagen. Geil, nice. Ja, dann beenden wir jetzt hiermit die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie immer, gerne kommentieren, ein Däumchen nach oben da lassen, beziehungsweise bewerten und auch gerne ein kostenloses Abo. Vielen, vielen Dank und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.